Ja, moin zusammen, ich bin der Andreas aus dem Emsland und heute möchte ich euch zeigen, wie wir uns gemolken wird. Wir melken bei uns zweimal am Tag. Eine Melkeinheit dauert mit allen knapp 2 Stunden und meine Frau oder meine Kinder helfen dann je nachdem mit. Dieser Melkstand ist ein sogenannter Fischgrätmelkstand. Wir passen 16 Kühe auf einmal rein. Insgesamt melken wir 70 Kühe. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das hier anläuft. Während dass die Mädels kommen. So, ich möchte euch erstmal den vorstellen. Das ist Nashville. Dann kommt Lennon. Dann kommt Benita. Landa. Lynn. Und da. Und Dom und Holly. So, zuerst melken wir vor. Das heißt, wir melken mit der Hand etwas Milch aus den Zitzen. Zum einen zur Kontrolle, ob die Milch in Ordnung ist. Zum anderen, um die Milch, die nicht ganz so sauber ist, unten wegzumelken. Dann machen wir die Zitzen schön sauber mit einem sauberen Tuch, auch unten die Zitzenkuppen werden schon sauber gemacht und dieses stimuliert auch die Milchabgabe. So, wenn das hier so aussieht, kommt das Melkgeschirr darunter. Ihr seht jetzt hier, wie das Melkgeschirr arbeitet und in diesem Zitzenbecher wird eigentlich die Faust stimuliert, zieht sich zusammen, geht auseinander und so wird die Milch aus dem Euter rausgemolken. Dann geht die Milch hier durch die Leitung in diese große Leitung und kommt dann nachher in diesen Sammelbehälter an, das können wir gleich nochmal zeigen und von da wird die Milch dann in den großen Sammelhälter gepumpt. Da wird die Milch dann runtergekühlt und alle 2 Tage abgeholt und geht dann zur Molkerei, wo sie dann verarbeitet wird und steht dann so im Regal, wie ihr das kennt, als Joghurt, Käse, Frischmilch. Ich setze hier die anderen Kühe nochmal eben runter. So, ihr habt jetzt gesehen, wie bei uns gemolken wird. Wir geben hier noch ein bisschen Gas. Wir wollen alle noch zum Fußball. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.